is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Freude durch Gehorsam. Ich hab verlangt nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Wonne. Ein wahrer Christ wird sich nie darüber beklagen, dass das Joch Christi für seinen Nacken eine Qual ist. Er sieht den Dienst für Jesus als die Freiheit im wahrsten Sinn. Das Gesetz Gottes ist seine Freude. Statt die Gebote Gottes auf sein Niveau herabzuziehen, um sie mit seinen Schwächen in Übereinstimmung zu bringen, ist er ständig darum bemüht, zu dem Niveau ihrer Vollkommenheit hinaufzusteigen. Das muss auch unsere Erfahrung sein, wenn wir bereit sein wollen, am Tag Gottes zu bestehen. Jetzt, während die Gnadenzeit noch andauert und die Stimme der Barmherzigkeit immer noch zu hören ist, ist es für uns an der Zeit, unsere Sünden aufzugeben. Gott hat reichlich dafür vorgesorgt, dass wir in seiner Gnade vollkommen dastehen, ohne irgendeinen Mangel, und auf das Erscheinen unseres Herrn warten können. Bist du bereit? Hast du das Hochzeitskleid angezogen? Dieses Gewand wird niemals Betrug, Unreinheit, Verdorbenheit oder Heuchelei zudecken. Das Auge Gottes ruht auf dir. Wir mögen unsere Sünden vielleicht vor den Augen der Menschen verstecken, aber vor Gott, unserem Schöpfer, können wir nichts verbergen. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für unsere Übertretungen in den Tod gegeben und hat ihn zu unserer Rechtfertigung wieder auferweckt. Durch Christus dürfen wir unsere Bitten zum Gnadenthron bringen. Durch ihn dürfen wir, so unwürdig wie wir sind, alle geistlichen Segnungen bekommen. Kommen wir zu ihm, damit wir das Leben haben. Der Wille Gottes ist in den Vorschriften seines heiligen Gesetzes ausgedrückt. Die Prinzipien dieses Gesetzes sind die Grundsätze des Himmels. Die himmlischen Engel erreichen keinen höheren Wissensstand als den Gottes Willen zu tun. Der höchste Dienst, für den sie ihre Kräfte einsetzen, besteht darin, seinen Willen zu tun. Doch im Himmel wird der Dienst nicht in einer gesetzlichen Haltung abgeleistet. Als Satan gegen das Gesetz Jahwes rebellierte, kam der Gedanke, dass es ja ein Gesetz gebe, wie ein Erwachen über die Engel. Sie hatten vorher nicht daran gedacht. In all ihrem Dienst sind die Engel nicht die Knechte, sondern die Söhne. Gehorsam ist für sie keine lästige Plage. Die Liebe zu Gott macht ihnen den Dienst zur Freude. So werden auch in jedem Menschen, in dem Christus wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit, seine Worte widerhallen. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. The Lord is coming.